Ich hoffe, der war gut. Kannst du zählen schon? War der gut? Er war aber wirklich nur für euch, ey. Jetzt ist er mir direkt sauer. Travel Team, wir sind lost. Kilometer 180. Sind jetzt zweimal den Original-Track abgefahren. Aber da ist kein Track mehr. Entweder sind wir richtig neben der Spur oder der Track hat einen Fehler. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall. Stimmt die Empfehlung mit Mückenspray. Wir melden uns. Guten Morgen. Ich habe meinen Fahrradcomputer vergessen. Fahrradcomputer vergessen? Mhm. Ja. Schön. Grüße in die Runde. Aber kriegen wir schon hin. Ja, ist ja nicht so schlimm. Machen wir. Erstmal gehen wir offline. Den Rest? Nach Nase. Nach Nase. Good morning, Freunde des gepflegten Gravel-Sports. Heute Start Kös Wusterhausen, pünktlich 5 Uhr sind wir wieder zu dritt unterwegs. Wunderlich, aka der Joker, ist gerade vor mir, Stefan wieder dabei von Body Concept. Ja, und gemeinsam werden wir heute den dritten Lauf der Grevet-Serie fahren. Bananenmarathon, einmal runter Richtung Spreewald. Insgesamt 297 ungefähr, also 297 Kilometer, 1000 Höhenmeter erwarten uns. Beste Bedingungen. Gleich kurz und einfach mal 33 Grad. Also wird es ein geiler Tag auf dem Bike. Wir nehmen euch wieder mit, folgen ein paar coole Aufnahmen hoffentlich und ja, sehen einfach mal, was so geht. Viel Spaß. 6 Kilometer unterwegs und schon sind wir in der feinsten Materie, wie man so zu sagen pflegt. Ja, Sonne ist gerade aufgegangen, 22 Grad, Hammer. We'll be right back.
25 Kilometer haben wir hinter uns. Natürlich wirklich traumhaft bei dem Wetter jetzt. Einfach geil, dass der Sommer uns so belohnt. Ja, Sonne ist oben, 25 Kilometer weg. Jetzt geht es zum ersten Checkpoint. Der müsste so bei knapp 26 Kilometer sein. Und bis dahin heißt es einfach nur genießen, genießen, genießen. Checkpoint 1. Halbe Sache. Gut, Checkpoint 1. Check. Schöne, feine Schotterstraßen hinter Halbe. Wir sind jetzt bei Kilometer 36. Ich habe eben immer leichten Bodenkontakt gehabt. Einmal um den Schrank gefahren, dicker Gang drinnen, weggerutscht. Aber halb so schlimm. Windpuschel von der GoPro ist leider ab. Ich hoffe, man versteht uns. Ansonsten geht es jetzt weiter zum nächsten Checkpoint. Traumhaft, wenn die Sonne so geil durchschimmert, Luftfeuchtigkeit ist so extrem hoch, an den Bäumen hängen die Tropfen, Wahnsinn. So, Kilometer 60, Wählerberg ist ein Blick in Sicht, da kommt er. Guck mal, was hängt denn hier? Ja, da oben erwartet uns hoffentlich eine schöne Aussicht. Tropical Island wurde vorhin schon mal kurz gesichtet. Wetter sieht immer noch geil aus. Und ja, wir treffen uns oben. Empfehlung, egal ob mit Rad oder zu Fuß, kann man sich mal antun. Kilometer 62, feinstes Wetter, dritte Grevet wird heute hoffentlich mit einem Häkchen beendet. Schaut euch um. So, muss man hier schon. Du musst dich schon fahren. Muss man gar nicht. Man kann auch ganz normal hochfahren. Aber guck mal, was hier wieder macht, die Spinne. Ja, mittlerweile sind wir bei Kilometer 75. Beide Windküschel an der GoPro sind leider abgerissen. Ich hoffe, der
Die Tonqualität geht einigermaßen. Ja, auf jeden Fall geiles Terrain. Hier hinten ein paar Stücken kenne ich noch vom Wählerberg Bike Marathon. Unterschätztes Gebiet, macht einfach Laune hier. Denkt, wir bauen uns hier die Route, wie sie uns gefällt. Das ist tatsächlich der Track. Unterkühlt, 130 Kilometer sind weg. Kleine Badeaktion haben wir uns hier gegönnt. Wurden eingeladen hier vom Bademeister natürlich, sonst ist nicht erlaubt. Aber wenn man sich fügt, darf man hier mal reinspringen. Kilometer noch, dann sind wir bei Checkpoint Nummer 3, der sich nennt Moor. Sind gespannt. Gerade noch so gefunden. Gerade noch ein bisschen. Timmy macht sein obligatorisches Bild. Dann geht's zum Heuraumschiff und dann wird Mittag gegessen. Thank you.
Soll ich ein Rad wieder rübertragen oder? Ja, lieber nicht. Ja. Oh, langsam kriege ich auch dicke Arme davon. Wasservorrat ist wieder voll. Das heißt, Trinkblase voll, 1,5 Liter. Zwei große Flaschen, 1,5 Liter, sollte reichen bis nach Hause. Travel Team, wir sind lost. Kilometer 180. Wir sind jetzt zweimal den Original-Track abgefahren. Aber da ist kein Track mehr. Entweder sind wir richtig neben der Spur oder der Track hat einen Fehler. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall stimmt die Empfehlung mit Mückenspray. Wir melden uns. Da ist kein Durchkommen. Fehler aber erkannt. Wenn ihr bei Kilometer 180 seid ungefähr und auch so schlecht seid wie wir beim Navigieren, merkt euch einfach hinten ungefähr in der Mitte des Ackers gibt es eine Überfahrt. Bach überqueren und dann könnt ihr schön rumfahren. Kurze Info, Track war richtig, aber man muss auch in der Lage sein, ihn zu lesen. Auf der Hälfte des Feldes, ganz kleiner Übergang, bei Google Maps entdeckt, rübergefahren, piep piep, und wir sind auf dem richtigen Stückchen wieder. Hi. Fühlt man sich bei 33 Grad. Super, großartig. Heute möchte ich erstmal eine richtig schöne Ausfahrt machen und einfach die Natur genießen. Machen wir, würde ich sagen. So. Vorletzter Checkpoint, wir haben ihn gefunden. Kilometer 199. To their private penthouse suite, yeah, now I got the key. Rooftop pool, got a heli on speed. Ocean view from the highest peak. I'm complete, oh, I want this to stay. Please don't go away. Yeah. Sunny day, sunny day, sunny days. No clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny day, sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. War der gut? Er war aber wirklich nur für euch. Ey, jetzt ist er mir wirklich sauer. Ey, hier links, Timmy. Ein bisschen Spaß muss sein. Da merkt man, dass er immer noch Körner hat. Ich hab aus Versehen die Bremse betätigt. Kann ja mal passieren, bei Kilometer 205 weiter geht's. So, Kilometer 227. Kommt immer noch ganz entspannt und zügig voran. Natürlich merkt man mittlerweile die Kilometer, aber letzter Checkpoint ist in Sicht. Rollen hier richtig schön parallel zu so einem Stück, was wir vorhin schon auf der Hintour hatten. Auf so einen Hochwassergraben lang. Auch wieder richtig schöne, feste Schotterwege hier oben. Ist einfach ein Träumchen. Mittlerweile werden auch die Leute weniger. Im Gegensatz vorhin im Spreewald in Lübben, wo schon ziemlich voll war, können wir hier richtig schön rollen.
Wir melden uns auf jeden Fall wieder beim letzten Checkpoint. Und dann gucken wir mal, wie wir aussehen. Spaß halt eigentlich. Das ist auch das Zeichen für uns, würde ich sagen, oder Timmy? Das ist das Zeichen. Waschbär. Waschbär. Wenn ihr das Video bis zum Schluss geguckt habt, schreibt's rein, Waschbär. Coole Runde. Letzten Checkpoint haben wir leider nicht mehr entdeckt, obwohl wir auf dem Track waren. Fahrt's nach, habt Spaß. Genießt den Sommer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.